Ich grüße euch hier am Flussufer, da hinten hinter der Ecke. Da geht's richtig rund. Ich habe einen ganz verrückten Angelplatz gefunden. Es wird nicht einfach, den zu beangeln. Der Fluss drückt hier hinten runter und hinter dieser Ecke, mein Boot habe ich hier vor der Ecke versteckt. Hinter dieser Ecke da hinten haben wir eine Wahnsinnskante im Wasser. Absoluter Wahnsinn. Ich zeige euch das mal vom Boot aus. Hier nach oben macht der Fluss eine riesen Kurve, wo die ganze Prallströmung drauf trifft. Und ich zeige euch mal, was da auf dem Echolot passiert. Unglaublich, unglaublich. Wir haben direkt hier am Ufer in den Hecken eine Wassertiefe von einem knappen Meter. Jetzt fahren wir mal ganz langsam den Fluss hier raus, Richtung Flussmitte. Jetzt schaut mal, was hier passiert. Wie das runterkracht. Jetzt haben wir schon 5 Meter erreicht. Es geht weiter runter. 6 Meter. Hier sind die ersten Fische an der Kante. 7 Meter. 8 Meter. Und wir sind noch relativ dicht am Ufer. Jetzt fahren wir mal ein Stück hoch. Wie das hier weitergeht, zeige ich euch noch was ganz, ganz Spannendes. Wir sind jetzt ein Stück hochgefahren. Hier kommen überall einzelne Felsen im Wasser. Und nach den Felsen fällt es wieder bombastisch ab. Über 10 Meter jetzt schon. Das wird noch tiefer. Das wird noch tiefer. Hier kommt der nächste Felsen hoch. Hier geht es wieder runter. 11 Meter. 12 Meter Wassertiefe. Wahnsinn, Wahnsinn. Hier vorne drückt der Fluss rum. Richtige Prallströmung. Schaut mal hier aufs Wasser, wie das wirbelt. Und unmittelbar am Ufer kracht es runter. Auf 12 Meter Wassertiefe. Hier müssen definitiv Fische abliegen. Und bestimmt auch nicht die kleinsten, also hier wird es richtig Big Fish geben. Es ist ein schwieriger Angelplatz. Wir könnten jetzt Folgendes machen. Ich mache mal den Motor aus. Wir könnten uns hier am Ufer reinzusetzen oder unser Boot dahin zu hängen. Aber das werden die Fische checken. Deswegen haben wir uns ja versteckt. Unten um der Ecke rum steht mein Boot. Ich muss also nach oben gegen die Prallströmung angeln, um hier meine Grundmontagen zu präsentieren. Und da gibt es nur einen Weg, das effektiv zu machen, damit ihr auch, wenn der Biss kommen sollte, sicher den Wels landen könnt. Und wie das geht, das zeige ich euch in diesem Video. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Die Wassertemperaturen am Fluss sind niedrig. Lasst euch nicht täuschen, wie ich hier rumlaufe. Wir haben heute einen schönen, warmen, sonnigen Nachmittag. Deswegen bin ich jetzt noch relativ leicht bekleidet. Heute Abend wird es auf jeden Fall kälter. Wir werden auf jeden Fall unsere Köder knapp über Grund präsentieren. Hier seht ihr schon
eine der Montagen, die ich auslegen möchte. Die habe ich alle bereits vorbereitet. Ganz wichtig bei so einem Angelplatz, wo es richtig krass in die Tiefe runtergeht und wir auch vorne dran aufgeschüttete Steine haben, Schlagschnur. 3-4 Rutenlängen auf jeden Fall auf eure Rolle vorne montieren. Ich entscheide mich für die Köderpräsentation für relativ leichte U-Posen. Es werden 2 verschiedene Modelle zum Einsatz kommen. Auf der einen Seite die Tree-U-Pose mit 10 Gramm. Hinten dran die Haarmontage für die perfekte, unauffällige Köderpräsentation. Die zweite U-Pose, die zum Einsatz kommen wird, unsere Data-U-Pose. Eine ganz unauffällige U-Pose, die kaum Verwirbelung, Strömungsverwirbelung vor dem Köder erzeugt und den Köder nur ganz leicht vom Grund anhebt. So kann ich perfekt testen, auf welche Art der Präsentation die Waller eher stehen, jetzt bei den doch eher kalten Temperaturen. Und um meine Fische perfekt in die Kante reinzulegen, also ich werde meine Köder nicht am tiefsten Punkt in dem Loch da oben ablegen, sondern in der aufsteigenden Kante. Und da kann ich perfekt testen und herausfinden, auf welche U-Pose, auf welche Köderpräsentation die Wälse stehen, wenn wir einen Huber bekommen. Wir fahren jetzt mal hoch an den Spot, wo der Fluss das erste Mal hier um diese Packung rumbricht, wo dieser tiefe Abriss war, fangen dort mit der ersten grundnahen Montage, mit der U-Posen-Montage an. Und da zeige ich euch, wie ich das mache, weil wir haben ja jetzt folgendes Problem. Wir müssen jetzt gegen die Strömung nach oben angeln. Eine U-Pose mit der Strömung im Fluss auszulegen oder mit der Strömung weit Strom abzuziehen, ist überhaupt kein Problem. Vorfach streckt sich schön im Wasser, alles ist picobello, aber jetzt gegen die Strömung zu angeln, das ist gar nicht so einfach. Aber es gibt eine ganz einfache Methode, die mit einem bisschen Aufwand verbunden ist, wenn der Fisch beißt. Und die zeige ich euch jetzt. Es liegt ein bisschen Arbeit vor uns, gibt es noch eine schnelle Erfrischung, damit das Hungergefühl bis heute Abend weg ist. Und heute Abend habe ich noch eine weitere Überraschung für euch. Heute Abend wird es nämlich hier am Fluss richtig wild. Ich glaube, sowas habe ich beim Welsangeln noch nie erlebt. Heute Abend gibt es frische Wildschweinkeule. Und wie man das zubereitet, wie wir das hier machen, hier draußen, ohne viel Schnickschnack, ohne eine große Küche zu haben, ohne ein Bratrohr zu haben für so einen Wildschweinbraten, das zeige ich euch. Da seid ihr ganz live dabei. Ob es schmeckt, ob es gelingt, werden wir sehen. Aber jetzt kommen erstmal die Ruten raus ins Wasser. Weit nach oben, die U-Posen tief in die Kante abgelegt, um die Ecke, gegen die Strömung präsentiert. Auf geht's! Die erste Rute ist startklar. Die erste Rute bei dieser Fischerei wird auch gleich die weiteste Rute, die am weitesten nach oben gesetzt wird. So, jetzt schauen wir mal rein in die Höhle des Löwen, oder? In das Loch der Monster, die wir hier vermuten. Ich suche jetzt den optimalen Ausgangspunkt für die erste Montage. Hier oben seht ihr richtig, wie das Wasser wirbelt. Hier geht es sogar bis auf 15 Meter runter. 16 Meter haben wir erreicht. Wahnsinn, Wahnsinnswassertiefe. Unseren Angelplatz sieht man von hier gar nicht, der liegt da unten um die Ecke rum. Und hier fängt jetzt an, die Kante anzusteigen. Und genau hier möchte ich die erste U-Pose setzen und zeige euch jetzt mal, wie wir das machen, dass es funktioniert. Willkommen am Ufer, direkt vor dem Loch. Hier draußen geht es direkt runter auf 15 Meter Wassertiefe. Absoluter Wahnsinn. Und ich suche mir jetzt hier einen Bereich, wo ich meinen Umlenker, meine sogenannte Welsverarschung, einbaue. Denn ich werde Folgendes jetzt simulieren mit meinen U-Posen. Es wird so aussehen, ich werde mir hier einen Umlenker reinbauen, in diese Hecken, dass meine Schnur von den Hecken stromabgeführt wird, direkt ins Loch rein,
so wie wenn ich oberhalb des von mir ausgewählten Angelplatzes sitzen würde. Und durch den Umlenker ist es ganz egal, wo ihr sitzt. Ich sitze ja ganz, ganz weit da unten, kein Fisch checkt mich. Und meine Schnur wird perfekt runter zum Grund, zur U-Posen-Montage, geleitet. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Ich brauche auf jeden Fall einen Ausleger, den ich nachts auch wiederfinde. Schön mit Reflektorband. Dann brauche ich aus dem Baumarkt einen Karabiner. Hierüber wird meine Schnur umgelenkt. Das hält bombastisch. Und das Wichtigste ist eine starke Schnur, die den ganzen Druck, falls ein Waller beißen sollte, auch aushält. Und ihr habt selber als Wallerangler genug alte Schnur zu Hause, von alten Rollen oder irgendwas. Nehmt ihr euch jetzt ungefähr einen Meter runter. Schneidet es euch ab. Geht mit der Schnur durch euren Ausleger durch. Der ist dafür da, dass ihr nachts den Punkt, wo eure Montage abgesetzt wurde, wieder gut wiederfindet. Geht vorne raus, macht euch eine ganz normale Schlaufe rein und schlauft da den Karabiner ein. Das hält bombastisch, das reißt kein Fisch aus den Hecken raus. Jetzt ziehe ich noch richtig dran, dass das richtig fest im Ausleger drin hängt und fixiere das Ganze jetzt hier circa 50, 60 cm über der Wasserlinie in den Hecken. Dass meine Schnur auch in einem schönen Winkel aus der Kante rauskommt. Habe auf dem Weg meine Schnur perfekt umgelenkt und schütze auch meine Schnur vor den Steinen, weil sie im relativ steilen Winkel in die Kante reinläuft, zum Grund runter, vor irgendwelchen Beschädigungen, weil hier sind Muschelfelder, scharfkantige Felsen, Steine, alles unter Wasser zu finden. Das knotet da an. Nach dem Angeln kommt es selbstverständlich auch wieder weg. Zack. Überschüssige Ende schneidet er euch ab, damit er später keinen Tüdel kriegt. Ich wickel mir das jetzt noch ein bisschen hier hoch, dass genau in dem Punkt mein Umlenker hängt. Und jetzt setzt mal die erste Montage. Mein Stein habe ich schon vorbereitet. Zum Einsatz kommt hier doch bei der stärkeren Strömung, bei dem turbulenten Wasser, eine 40er Reißleine. Die nehme ich doppelt. Mache mir da eine ganz normale Schlaufe. Das ist immer der einfachste Weg. Gehe hier an meinem Stein durch, schlaufe mir das Ganze ein. Jetzt seht ihr schon was ganz Spannendes. Die Strömung läuft so und wir werden mit dem Schlauchboot nach oben gedrückt. So turbulent ist hier das Wasser. Das kommt durch die tiefen Löcher am Grund. Jetzt gehe ich einfach im oberen Wirbelring mit der Reißleine durch, passe mir das Ganze schön an, knote dreimal fest. Das überschüssige Ende könnt ihr abschneiden. Und so soll es aussehen. Jetzt montieren wir noch unseren Köderfisch. Das gehört. Da kam gerade ein Fisch in den Hecken hier direkt hoch. Das wird kein Wels gewesen sein, vielleicht ein Rapfen oder ein Zander, der hier in diesen Bäumen raubt. Weil hier sind keine anderen Angler außer wir. Ja? Und solche Gebiete, weil sie relativ schwer beangelt werden können, werden dann oft auch gemieden. Und genau solche Plätze suchen wir uns. Hier in dem Gebiet dürfen wir mit lebenden Köderfischen angeln. Die Haarmontage habe ich euch ein ausführliches Bauvideo gemacht. Köder setze ich schon mal ins Wasser rein. Motor an. Dann fahren wir genau an den Punkt,
wo unser Umlenker in den Hecken hing. Bisschen Strom ab und setzen die Rute dann genau in die Kante. Wir sind jetzt in der 12 Meter Kante drin und ich zeige euch jetzt mal auf dem Echolot, wie platziert ich meinen Stein dann auch setzen kann, wenn ich ihn nicht einfach fallen lasse, sondern ganz gefühlt, geführt über die Hand, über Schnur geben, in die Kante reinsetze. Ich fahre jetzt noch ein bisschen hoch, bis der Kantenaufstieg kommt. So, und jetzt schaut mal mit aufs Echolot, wie platziert die Montage an den Ort gelangt. Wir sind genau am Kantenfuß angelangt. Meine Montage kommt jetzt. Da seht ihr sie kommen. Hier oben. Hier kommt sie wieder ins Bild. Ich halte sie jetzt gerade unter laufendem Motor und lasse jetzt zum Grund runter. Fahre ich auf direkten Wege ans Ufer, wo mein Umlenker sitzt. Hänge die ablaufende Hauptschnur ein und fahre auf direkten Wege jetzt zu meinem Angelplatz zurück. Hier seht ihr, wie das läuft, das ganze System. Hier geht es zu meinem Köder ins Loch. Hier ist der feste Umlenker. Jetzt drücke ich mich ein bisschen weg. Jetzt auf direkten Wege zum Angelplatz zurück. Dabei versuche ich die Schnur irgendwo noch oben hier in Äste am Ufer reinzulegen. Ja, das waren gute 200 Meter. Ist noch ein guter Puffer. Ich mache das mal aus, dass ihr mich besser versteht. Ist noch ein guter Puffer auf meiner Multi drauf. Aber ist auch ganz schön weit gelegt. Vier Routen werden wir nach oben in diesem Bereich angeln. Die Bremsen bei dieser Umlenkmontage sind relativ fest eingestellt, aber nicht so fest wie beim normalen Angeln flussab oder beim Bojenangeln, weil wir den Fisch ja um den Umlenker noch drillen oder besser gesagt halten müssen. Wir müssen also, wenn ein Biss kommen sollte, mit dem Schlauchboot hoch, den Fisch unter Druck die ganze Zeit halten, den Umlenker aushängen und dann beginnt erst der eigentliche Drill. Aber so viel Act machen wir uns, damit wir einen dicken Fisch ans Band bekommen. Nächste Route. Wir suchen den Angelplatz für die nächste Route. Jetzt werden wir ein bisschen tiefer in die Kante reingehen. Hier unten seht ihr auch eine schöne Fischsichel, oder was heißt eine, mehrere.
Ich will jetzt nicht sagen, dass das Welse sind. Das wären Zander oder irgendwelche Fische sein, die hier am Kantenfuß stehen. Und den Aufstieg hier bei 9 bis 10 Metern, da soll sie hin. Als erstes fixieren wir jetzt wieder unseren Umlenker am Ufer. Das geht rucki zucki. So. Jetzt suchen wir uns den Ablagepunkt wieder. Dieses Mal kommt die Data-U-Pose zum Einsatz. Ich habe euch ja versprochen, ein bisschen zu testen, ob vielleicht die U-Posen einen Unterschied machen können. Der Köder ist fixiert. Jetzt suchen wir uns mal genau die Kante. Wir gehen jetzt aus dem Dreher raus in die Strömungskante rein. Hier seht ihr meine Montage kommen. Hier kommt sie runter, langsam gefühlt ablassen. Hier geht sie auf Tauchstation. Könnt ihr ganz toll auf dem Echolot jetzt mitverfolgen. Jetzt fahren wir langsam in die Kante wieder rein. Hier geht die Kante jetzt langsam hoch. Hier kommt meine Montage. Und direkt abgesetzt. Schnappt euch die Schnur. Direkt bei eurem Umlenker einklinken. Vorsichtig rausfahren. Und zurück zum Angelplatz. Die Ruten haben wir alle diesmal mit Rutenhaltern am Ufer fixiert, weil ich ja heute Abend zusammen mit meinen Gästen die Wildschweinkeule machen will. Und da ist es natürlich mit einigen Mann auf dem Boot zu laut, zu holprig, das würde die Fische vertreiben. Deswegen haben wir die Boote ans Ufer gelegt, uns schön versteckt und werden da oben später, aber da seid ihr dabei, die Wildschweinkeule zubereiten. Die zweite Rute steht und bei der dritten Rute habe ich einen Drilling mit aufs Vorfach gesetzt, weil wir einen wirklich großen Köder jetzt am Start haben. Drilling, Einzelhaken. Ich hätte jetzt auch gerne einen Ghost Hook montiert, aber da muss ich jetzt mal zugeben, meine Vertikalkiste, wo die ganzen Ghost Hooks drin sind, die liegen im Camp. Und da bin ich jetzt zu faul runter zu heizen. Deswegen probieren wir mal, ob der Drilling auch funktioniert. Stärkere U-Pose, größerer Köderfisch. Die fahren wir jetzt noch unterhalb in den Übergang vom Loch. Dann haben wir schon einen Großteil unserer Arbeit geschafft. Und dann geht es langsam ran ans Wildschwein. So, es ist geschafft bei schönster Abendsonne. Die Ruten sind alle ausgebracht oder besser gesagt die Montagen. Ich quetsche mich mal hier durch.
5 Ruten haben wir nach oben in diesen tiefen Bereich gebracht. 5 Montagen dort abgelegt. Der Bereich hat ja locker 400 Meter Länge. Also da konnten wir schön staffeln. Die unterschiedlichen Kanten von 13 Meter bis hoch auf 7 Meter. Und jetzt freue ich mich ganz besonders. Die Kälte zieht langsam an. Was richtig Gutes zu essen. Und ich habe euch ja eins versprochen. Wir waren auf Wildschweinjagd wie Asterix und Obelix. Und gehen jetzt mal hoch zu unserem Chefkoch, zum Gerhard, wie er es zubereitet und ob es was wird. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall für euch, wenn ihr mal irgendwo in der Wildnis unterwegs seid und euch rennt so ein Wildschwein über den Weg und ihr kriegt es zu packen, habt ihr eine perfekte Kochanleitung oder für zu Hause. Da waren eben zwei ganz verdutzte Spaziergänger, die haben hier gesehen, was wir hier zubereiten. Ungläubig haben sie da vom Damm runter geschaut. Die haben wahrscheinlich noch nie so einen Keiler in der Küche gehabt und wir haben hier am Angelplatz. Auf geht's ins Kochstudio. Ja, wir haben heute vor, einen Wildschweinbraten, Wildschweinkohle zu machen. Wildschwein kann man nicht einfach in die Pfanne schmeißen. Wir müssen mal Form vorbereiten. Gerhard, was kommt denn in deinen Fond? Das ist der Sud, wo dann der Braten gart. Was kommt denn da alles rein? Karotten, Zwiebeln, Paprika, dann geschälte Tomaten von der Dose, extra noch Rindfleisch, Rindfleischsud und Wildfond, separat, dass wir eine gute Soße haben. Und das beim Angeln hier draußen in der Wildnis. Ne? Aber ich meine, Asterix und Obelix, doch ich glaube Obelix hat die Wildschweine direkt runtergeschluckt. Oder ich weiß es gar nicht mal, so lange her. Schreibt es mal in die Kommentare vom Film, vom Video, wie Obelix seine Wildschweine zubereitet hat. Bei uns auf jeden Fall wird hier richtig wie in der Großküche geschnibbelt. Mega. Da ist ordentlich Suppengemüse im Topf. Wie geht's weiter, Hartl? Ja, das tun wir jetzt anschwitzen. Lasst glasrig werden. Dann geben wir das auf die Seite und dann kommt dann die Sau da rein. Aber die wird zuerst separat noch angeschwitzt. Die erste Aktion des Abends. Peter wurde gerade vom Vorzubereiten, vom Zwiebelschneiden weggescheucht. Rute geht krumm im Sonnenuntergang. Geil. Da klingelt schon die nächste. Ich glaube, der Plan geht auf. Dann bin ich hier vor, Peter, dann hast du uns selbst gesehen, dass du hängen bleibst. Die
Die Data-U-Pose bringt den ersten Fisch des Abends. Ja, rucki zucki, Wahnsinn. Er kann sich doch schon mal jetzt hier sehen lassen zum Start des Abends. Harmontage perfekt gegriffen. Kurz raus die Jungs hier. Petri. Petri, danke. Aber jetzt geht's wieder Zwiebel schneiden, komm. Genau, so ist es. Ich hab Bock auf Wildschwein. Bin schon dabei. Aufi, aufi. Der erste Fisch des Abends während der Vorzubereitung, während der Soßenzubereitung für die Wildsau auf die Data-U-Pose mit 10 Gramm. So kann's weitergehen. Und jetzt muss ich wieder hoch, mal gucken, wie die weiterkochen. Währenddessen, dass wir das anschwitzen, kann man schon die Kohlen im Kamin vorbereiten. Die brauchen auch 30 Minuten circa. Oder 4. Was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, vorne stehen ja zwei Pfannen. Für was braucht man denn jetzt die Kohle? Wir wollen ja nicht grillen, oder? Die Kohle brauchen wir eigentlich, dass der Ofen aus Gusseisen heiß wird und darin das Fleisch dann gart. Also kommt die Wildsau nicht auf den Grill, sondern in eine Art Bratrohr, wie so ein Dutch-Ofen. Und wird dann mit Kohle bedeckt und auch von der Bodenseite, von unten und von oben Kohle. Und wie lange muss die dann garen? Normal ist pro Kilo eine Stunde. Also dauert es auf jeden Fall noch 2 Stunden, Minimum. Das Essen. Minimum. Aber gut Ding braucht Weile. Warten wir mal ab. Haben jetzt kurz nach 17 Uhr, wenn wir 19 Uhr essen können, einen Wildschweinbraten hier in der Wildnis beim Wallerangeln. Alles gut. Bin gespannt, wie es weitergeht. Das Vorgemüse ist jetzt richtig stark angehitzt, angeschwitzt, sagt man, glaube ich, als Koch. Wir warten jetzt noch auf die Kohle. Gerhard holt schon mal die Keule, die gibt es heute Abend. Der Rest von der Sau ist im Camp eingefroren für harte Zeiten hier am Wasser, die auf jeden Fall demnächst wieder auf uns zukommen werden. Dieses Stück Keule kommt dann in die Pfanne, wird von allen Seiten richtig scharf angebraten, aber das seht ihr gleich. So, mein kleiner Trick ist, noch eine Speckschwarte darunter legen. Da kommt dann die Keule oben drauf, dass noch saftiger ist, und dann decken wir das alles zu und geben noch oben Speck darauf und vor. Also jetzt gerade wurde der Backofen vorbereitet, das ganze Gemüse wurde auseinandergeschoben. Gerhard hat unten eine Speckschwarte reingelegt, da kommt später dann die angebratene Wildschweinkeule drauf, wenn sie in die Glut kommt. Aber jetzt müssen wir erstmal die Wildschweinkeule anbraten. Da ist die gute Keule. Der Hattl hat die mit Salz und Pfeffer mariniert, schön eingeknetet, ein bisschen ziehen lassen. Ich meine, wir sind 4 Angler, wissen, was das sind, 2,5 Kilo Fleisch. Da werden wir auf jeden Fall satt. Als erstes wird die Wildsau jetzt hier richtig angeheizt, damit sich die Poren schließen.
Das ist doch absoluter Wahnsinn, ne? Und sowas hier draußen am Wasser beim Welsangeln. Bis jetzt könnt ihr, glaube ich, alles ganz gemütlich zu Hause nachkochen. Vorausgesetzt, ihr habt die Wildsau. Der Fleischbollen ist jetzt richtig gut angeknuspert von allen Seiten. Gerhard legt sie jetzt in unseren Ofen, drüben auf die Speckschwarte. Der Rest vom Speck wird außenrum jetzt um den Braten, um die Keule verteilt. Hat er das für einen Geschmack? Oder? Das ist Paprikaspeck, so Gewürzspeck, dass das alles extrem saftig bleibt. Sieht mega aus. Schaut geil aus, oder? Mega. In dem Sud kommt jetzt die Wildschweinkeule 2,5-3 Stunden aufs Feuer. Wir sind immer dicker angezogen, es wird immer kälter jetzt hier draußen. Aber ich glaube, der Braten wird immer heißer. Gute 2 Stunden sind jetzt drin in unserem Ofen. Wir schauen mal rein. Alter Falter! Das sieht ja wirklich mega aus. Was gibt es dazu? Baguette, Toastbrot? Nein, es gibt Zivettenöl dazu, Pfirsich und Preiselbeeren. Was? Preiselbeeren. Pfirsich mit Preiselbeeren drauf und Serviettenknödel. Serviettenknödel, Pfirsich und Preiselbeeren? Das Gute gibt es ja nicht mal bei mir im Restaurant im Dorf. Ja. Da bin ich gespannt. Da bin ich erstmal gespannt, ob die mich hier nicht noch verarschen wollen. Das sieht ja hier aus wie in einem guten Restaurant. Die Serviettenknödel sind al dente in der Soße. Und jetzt holen wir mal unseren Braten aus unserem Glutofen raus. Dann schauen wir mal, was der Meisterkoch Don Hartello da fabriziert hat aus unserem gefangenen Wildschwein. Alter! Das kann was. Also das kann definitiv was. Dafür hat er sich ein dicker Fisch heute Nacht noch verdient. So, und jetzt wird es aufgeschnitten, das gute Stück. Das Speck wird getroffen. Alter. Fällt das Messer durch, ne? Ja. Da fällt das Filetiermesser. Schaut euch das an, Jungs. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Der Schenkel von der Wildsau. Und das hier mitten in der Wildnis. Ganz einfach zubereitet. Oh, das lassen wir uns jetzt schmecken. Mit Knödel, Pfirsichen und Preiselbeeren. Garniert. So sieht's aus, wenn es fertig ist. Gute Knödel, ein Pfirsich mit Preiselbeeren und unsere Wildsau. Sauber.
mal langsam rückwärts zu gehen. Halten, Hartl. Komm, guck, 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 guck. Einfach nur mit einem Zufall lassen. Gut. Jetzt läuft das hier raus, Stuttgart geht raus. Richtig guter Fisch im Drill. Wir sind immer noch in der Vollmondphase unterwegs. Gerhard ist an der neuen Freestyle. Der Fisch hat uns jetzt ein gutes Stück Fluss abgezogen. Und ich denke, das hat er verdient für seinen Wildschweinbraten im Ofen. Absoluter Wahnsinn. Wirbel kommt vom Vorfach. Schön bei der Truppe. Ja. Schön bei der Truppe. Schön halten. Freies Wasser, schöner Fisch. Der Tannenbaum hat es wieder gerichtet. Gutes Ding, richtig gutes Ding.
Haarmontage, Tree-U-Pose, eine richtig gute Röhre. Petri, danke. Scheiße, bist du wahnsinnig. Oh, der Fuchs. Puh, der hat gut 90 Kilo, der Fisch. Wahnsinn. Früh am Morgen wurde man aus dem Schlafsack gerissen. Peter hat nur ein T-Shirt an. Ein weiterer Fisch. Da sieht man mal, wie unterschiedlich Fische sein können. Der eine Fisch hat eine ganz normale Welsform. Der andere Fisch absolut unglaublich. Und für das grandiose Wildschweinbraten-Abendmahl hier in der Wildnis haben die Jungs sich das reglich verdient. Wahnsinn. Yes! Yes! Dankeschön, Kuhle. Dankeschön. Tschüss und leb noch lange. Das ist genau das, was wir sehen wollen. Also hier in der Gegend, wo wir unterwegs sind, dürfen wir die Welse zurücklassen. Genau dorthin, wo sie hingehören, in ihren Lebensraum. Und diese Freiheit für uns Angler ist eine ganz, ganz tolle Sache. Kleine Welse schmecken echt lecker. Aber die großen, die richtigen Endgegner, die für Nachwuchs sorgen, die einen wichtigen Genpool in so einem Gewässer bilden, die sollten doch wieder dahin zurück, wo wir sie als Angler fangen durften. Petri Heil. Was war das? Eine Wahnsinnsfischerei. Wir haben nicht nur sensationell gegessen, der Wildschweinbraten war wirklich der Wahnsinn. Wir konnten auch dank unserer Umlenker eine ganz fantastische Fischerei erleben. Der letzte Fisch kam jetzt im Morgengrauen. Hattl hat natürlich mit seiner Bombe dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Ich montiere jetzt wieder ordentlich meine Umlenker hier aus den Bäumen raus, dass da nichts übrig bleibt. Das ist ganz wichtig für uns Welsangler. Ich finde leider immer wieder irgendwelche Reißleinen und irgendwelche Ausleger, die die Leute einfach nach dem Angeln in den Bäumen hängen lassen. Sowas gehört sich nicht. Diese Jungs hier gehören dahin zurück, wo sie herkommen, nämlich in unsere Angelkiste, wenn wir mit dem Angeln fertig sind. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Probiert es mal in so tiefen Löchern. Da kann richtig gut Fisch drin stecken. Vor allen Dingen jetzt in der kalten Jahreszeit. Bleibt gesund, alles Gute, euer Stefan. Ciao, ciao.